75 Stunden nach dem Sieg in Dortmund baut Dynamo-Trainer Markus Anfang das Team auf zwei Positionen um, Conte und Kulke wieder in der Startelf. Knapp 22.000 live dabei im Habichtstadion. Die Gäste aus Duisburg mit Blitzstart. Bitter auf Hetwa. Der ist schneller als Meier, Knipping, Lewald und rammt den Ball an die Querlatte. Riesenchance zur Führung für die Zebras nach 99 Sekunden. Nicht im Kader des MSV, Sebastian May. Der gebürtige Dresdner war im Sommer von der Elbe an die Ruhr gewechselt. Wadenprobleme zwingen ihn derzeit zum Zuschauen. Duisburg in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft. Dann zieht Hauptmann einmal an. Borkowski lässt den Ball passieren. Arslan auf der linken Seite mit viel Platz. Erste gute Chance Dynamo nach 36 Minuten, die einzige in einer sonst trüben ersten Hälfte. 0:0 der Stand zur Pause. 3 Minuten nach Wiederanpfiff. Eckball Duisburg wird geblockt. Conte, Hauptmann, der mit dem Doppelpass auf den schnellsten im Team. Conte legt perfekt auf für Dennis Borkowski, der den Torhüter tunneln will, aber an Vincent Müller hängen bleibt. Dresden ohne Wechsel wie ausgewechselt. Nur 4 Minuten später, Niklas Hauptmann, der Beste in Schwarz-Gelb, trifft den Pfosten. Dynamo jetzt klar überlegen, der MSV, das Team von Thorsten Ziegner, massiv unter Druck. Freistoß Dresden, Ahmed Arslan auf den langen Pfosten. Kammerknecht, 1:0 Dynamo nach 66 Minuten. Das 4. Saisontor für den Nationalspieler Sri Lankas. Duisburgs Bitter springt unter dem Ball hindurch, Kammerknecht mit gutem Druck auf den Ball. Wieder Standard Arslan, diesmal Ecke von der rechten Seite. Knipping steigt hoch, Giert dazwischen, 2:0 Dresden, 76. Minute. Benjamin Giert will klären und buxiert den Ball ins eigene Tor. Nachspielzeit. Ahmed Arslan nach 2 Torvorlagen fast noch mit seinem 16. Saisontreffer. Dresden besiegt Duisburg mit 2:0. Ja, ich glaube jetzt gerade die zweite Halbzeit, die wir super gespielt haben. Was auch hängen bleibt, ist die Anfangsphase, die wir ja wieder ein bisschen verschlafen haben. Was uns dann aber auszeichnet, ist, dass wir nicht hektisch werden, dass wir unseren klaren Plan haben und den durchziehen. Dynamo rückt auf Rang 4 vor, der Aufstiegsrelegation bedeuten würde. Ein direkter Aufstiegsplatz ist nur noch einen Punkt entfernt.